Jetzt haben wir uns angeschaut, wie ist es eigentlich, wenn wir den Speicher mehr oder weniger absichtlich fragmentieren, ne, durch diese Segmentierung. Das wird ja immer komplexer. Und da hat man sich jetzt was überlegt, wie man das ein bisschen in den Griff bekommt. Und zwar Paging, ne? Und bisher hat man gelernt, dass die Segmentierung früher oder später dazu führt, dass der Speicher fragmentiert ist und ich alles wieder zusammenfassen müsste. Und jetzt gibt es eben im Betriebssystem noch was Zweites. Und das haben Sie bestimmt alle schon mal irgendwo gelesen oder gehört, Paging. Ja, und was passiert eigentlich bei diesem Paging? Dabei wird der Speicher, und wir sprechen ja erstmal vom, also von beidem, vom physikalischen als auch vom virtuellen Speicher, wird der Speicher einfach in fixe Einheiten aufgeteilt. Und jede so eine Einheit oder jede von diesen fixen Einheiten, die nennt sich Page. Da habe ich nochmal eine kleine Anmerkung. Ich verwende im Folgenden ganz oft einfach die englischen Bezeichnungen, A, weil die gebräuchlich sind und B, weil die wesentlich cooler klingen als die deutschen Worte. Ja? Also zum Beispiel auf Deutsch würde eine Page Speicherseite heißen. Also wenn Sie es auf der Wikipedia mal nachlesen, da ist es mit Speicherseite übersetzt oder auch in den deutschen Büchern. So. Der physikalische Speicher, der ist entsprechend eine Aneinanderreihung von gleich großen Slots. Da muss ja immer so eine Page reinpassen. Ja, und jeder solcher Slot, der nennt sich dann im physikalischen Speicherbereich eine Page Frame, einen Seitenrahmen. Und in so einen Seitenrahmen, da packe ich dann eben nachher eine Page rein, also eine Speicherpage. Das heißt, jede Frame kann so eine eigene Page enthalten. Jetzt schauen wir uns das mal an einem Beispiel an. Auch hier wieder, wir vereinfachen das extrem. Wir schauen uns mal einen Adressraum an, der hat 64 Byte. Ja, also das ist relativ wenig. Und wir bauen uns in diesen 64 Byte mal 4 Pages mit jeweils 16 Byte. Das heißt, das Betriebssystem muss nur 4 freie Page-Frames finden. Das heißt, wenn ich versuche, diese 4 Pages in den physikalischen Speicherbereich reinzumappen, dann muss ich 4 Bereiche finden, die genau 16 Byte groß sind. Und wenn ich jetzt nochmal an diese Fragmentierung von eben denke, jetzt sind wir wieder genau an der Annahme von ganz am Anfang, ne? Jeder Adressbereich ist gleich groß. Ne? Jetzt haben wir hier einen Adressbereich, der ist 64 Byte groß. Der ist aber aufgeteilt in 4 Blöcke, also 16 Byte. Und im Hauptspeicher, also im physikalischen Speicher, habe ich diese Frames und die sind eben immer 16 Byte groß. Das heißt, ich muss jetzt wirklich nur 16 Byte, 4 16 Byte Frames finden, wo ich das reinpacken kann. Und da habe ich ja wieder so eine Free List, die ich entsprechend hätte für diese Page Frames. Genau, die Datenstruktur für die Einträge, wo eine Page im physikalischen Speicher liegt, das ist dann die Page Table. Das heißt, ich habe einmal die Free List, da liegt eben oder da ist reingeschrieben, welche freien Speicherbereiche ich hätte, in unserem Fall eben die freien Page Frames. Und da, wo jetzt eine richtige Page, also Speicher aus meinem virtuellen Adressraum, in dem physikalischen Speicher liegt, das ist eben meine Page Table. Ganz wichtig, so eine Page Table, die gibt es pro Prozess. Ne? Also ich habe wirklich bei 256 Prozessen 256 solche Page Tables. Dass man sich das mal ein bisschen besser vorstellen kann, links habe ich jetzt meinen virtuellen Adressraum mit unseren 64 Byte, mit der Page 0, Page 1, Page 2 und Page 3. Und rechts habe ich mal so einen physikalischen Speicher hingemalt. Da habe ich jetzt eine Page Frame 0 im physikalischen Speicher und die ist reserviert in unserem Fall für das Betriebssystem. Dann gibt es Page Frame 1, die ist ungenutzt, da liegt aktuell gar nichts drin. Dann sehen wir hier Page Frame 2, da liegt unsere Page 3 drin, das ist die von links unten, also von 48 bis 64 Byte virtuellem Adressraum, die liegt physikalisch hier. Dann in der dritten Page Frame, da liegt die Page 0, das ist die von da ganz oben. Dann kommt wieder ein Page Frame, der ist ungenutzt, das ist Frame 4. Page 2 liegt dann in der Frame 5 drin, ne, das war dann diese Frame da. Dann kommt wieder was Ungenutztes und dann kommt erst die Page 1. Das heißt, hier, als der Speicher zugeteilt wurde, war vielleicht Frame 1, Frame 4, 6, was noch? 2 und 3, die waren vielleicht gerade noch benutzt, als zum Beispiel 0 oder zugewiesen wurde. Dann war das vielleicht auch noch benutzt, das war auch noch benutzt, das auch noch.
Dann war die 7er frei, dann wurde die Page 1 da reingeladen. Als dann die Page 2 reingeladen wurde, dann war eben alles bis auf 5 benutzt. Das heißt, deswegen ist das auch so ein bisschen durcheinander im Hauptspeicher. Ist für uns aber im Prinzip egal, weil wir kennen dann ja immer so eine Base-Adresse, wo eben so eine Page anfängt. Und wie das berechnet wird, das schauen wir uns gleich mal noch an. Na, also hier kann ich eben beliebig das irgendwo reinpacken und dementsprechend den ganzen Speicher ausnutzen. Und wenn jetzt der nächste Prozess kommt und hat auch wieder Pages, dann kann der eben anfangen und die Frame 1 verwenden, die Frame 4 verwenden und die Frame 6 verwenden. Das heißt, da werde ich jetzt ein bisschen schneller. Genau, da gehen die Fragen immer ein bisschen genau in die spannenden Themen. Werden die Frames gelöscht oder überschrieben bei einer Neuallokierung? Genau, der sehr spannende Frage. Die eine Frage ist natürlich, bleiben die Inhalte da drin bestehen? Und das andere ist, da kommen wir gleich noch bei den Look-Aside-Buffern, Translation-Look-Aside-Buffern drauf zu sprechen. Sehr viel steckt in diesem Mapping drin. Und wenn wir jetzt davon ausgehen dürfen, ja, dass der Speicher nicht gelöscht wird, ja, weil das einfach nochmal Aufwand bedeutet. Und das ist einer der vielen Angriffsvektoren, wenn so ein Speicher nicht gelöscht wird. Und das ist ganz oft so. Und ich hätte die Möglichkeit auszubrechen, ne, durch diese beiden Boundaries, die wir haben. Also ich habe das Base-Register und das Bounce-Register. Und ich könnte auf einen Speicherbereich wie hier oben zugreifen, auf Frame 1. Und da liegen noch Daten drin von vorher. Dann kann ich plötzlich Daten reinladen, die von einem anderen Prozess stammen, weil diese Frame immer noch reingeladen ist. Ja, und da ist es tatsächlich so, dass viele Systeme Stand heute das gar nicht löschen. Ja, das heißt, die Daten liegen noch drin. Und das ist auch das, was wir das letzte Mal bei den C-Programmen durchgenommen hatten. Sie können, wenn Sie das auf eine Adresse zugreifen, die Ihnen nicht gehört, könnten Sie da zum Beispiel Daten rausladen. Deswegen ist es eben wichtig, dass man diese Daten initialisiert. Moderne Sprachen, wenn Sie jetzt mal an Java denken oder an zum Beispiel .NET denken, also C-Sharp oder andere .NET-Sprachen denken, die Frameworks kümmern sich genau darum. Das heißt, Sie müssen da eine neue Referenz auf ein Objekt nicht mehr mit Null initialisieren, weil das implizit vom Framework gemacht wird. Und was bedeutet das? Da wird alles das gelöscht, wo jetzt dieses eigentliche Objekt liegen würde, zum Beispiel im Heap. Na, das heißt, da kann nicht mehr zufällig ein Speicher drin liegen oder irgendwas im Speicher drin liegen, sodass sie falsche Werte rauslesen würden. Wenn sie Plain C programmieren, kann ihnen das tatsächlich programmieren. Das können sie mal probieren. Ja, also so lange rumprobieren, bis sie irgendwas rauslesen können, weil sie die Variable nicht initialisiert haben. Hat das so dieses typische. Sie fordern Speicher an, ne, über das malloc, initialisieren die Variable nicht und geben sich einfach mal aus, was da drin steht. Dann dürfen sie mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwas bekommen, was da im Speicherbereich drin steht. Und das sollte ja eigentlich nicht passieren. Ja. Was wir uns jetzt noch anschauen sollten oder müssen, ist tatsächlich mal das Paging und diese Address Translation, also das Übersetzen von der virtuellen Adresse in die physikalische Adresse. Wir hatten ja zuvor einen 64-Byte-Adressraum. Das Beispiel nehmen wir einfach mal weiter. Und jetzt versuchen wir mal Daten aus einer virtuellen Adresse, die nennt sich hier Virtual Address, in ein Register EAX zu laden. Auf einem Assembler würde es so aussehen, ja, Move, dann schmeiße ich hier die Adresse rein und es soll entsprechend in das EAX-Register, also an die Adresse von dem EAX-Register reingeladen werden. Und dafür brauche ich jetzt zwei Komponenten. Ich brauche einmal die Virtual Page Number, also die VPN, und ich brauche das Offset, also innerhalb der Page, wo ich darauf zugreifen möchte. Das heißt, ich nehme hier, wie wir das vorhin hatten, die ersten beiden Bit oder auch hier die ersten beiden Bit für die Virtual Page Number und ich habe hier das Offset, auf das ich zugreifen möchte. Ich nehme das gleich mal oder wir machen das Beispiel gleich mal mit echten Daten. Wir haben hier zum Beispiel 6 Byte für eine 64-Byte-Adresse, also 2 hoch 6 ist 64, da ist noch ein kleiner Fehler drin. Das korrigiere ich nachher noch. So. Das heißt, wir haben 16 Byte-Seiten in einem 64-Byte-Adressraum, das Beispiel vorhin. Ich muss 4 Seiten adressieren, ja, und daher reichen diese 2 Bit Virtual Page Numbers. Da gehe ich nochmal zurück, deswegen habe ich diese beiden Bit hier.
Damit kann ich eben diese vier Seiten adressieren. Und jetzt kann ich die restlichen Bits dazu verwenden, innerhalb der Seite meinen Speicher anzusprechen. Ne? Und das ist ja der Offset. Versuchen wir mal einen Zugriff auf die virtuelle Adresse 21. Das heißt, wenn ich jetzt den Move-Befehl auf die virtuelle Adresse 21 ausführe, also was da drin liegt, möchte ich in das Register hier reinladen, dann müsste ich mir erstmal anschauen, wie sieht eigentlich 21 in Binär aus. Ne? Das ist 01, 01, 01. Jetzt schaue ich mir das da unten mal an. Das heißt, die Virtual Page Number bei uns, das ist die 1. Ja? Auf die Frage komme ich gleich jetzt zu sprechen. Ich habe die Virtual Address Page Number 1 und ich habe das Offset 5 an der Stelle. Das heißt, was ich machen möchte, ist, ich möchte auf Byte 5 in Page 1 zugreifen. Das steckt da drin. Also auf das fünfte Byte in der Page 1, da möchte ich drauf zugreifen. Also, weil die Frage kommt, genau, müssen wir in Aufgaben zum Beispiel auch Seiten-Offsets berechnen können? Also auf der Ebene, wie wir das hier durchexerzieren oder wie das in den Übungen ist, das sollten Sie schon können. Na, also verstehen, wie funktioniert das. Und die Rechnungen, die sind da ja relativ einfach. Was hier nicht notwendig ist, also sollte es zum Beispiel eine Klausur so eine Aufgabe geben, Sie müssen nicht Dualzahlen im Kopf in Binärzahlen umrechnen müssen. Ja, also wenn Sie sowas bräuchten, würden Sie auf jeden Fall die Binärzahlen bekommen. Ja, und auch die Zahlen, die dualen Zahlen entsprechen. Also hier würden schon stehen, ne, das ist 1 und das ist 5, ähnlich wie das an der Stelle ist. Also das machen Sie normalerweise mit einem Taschenrechner oder also wenn man sowas wirklich händisch machen müsste, würde man ja normalerweise mit einem Taschenrechner machen oder eben hier am Rechner am PC. Das müssen wir in der Klausur nicht machen. Ja. Aber wie das funktioniert, das sollten Sie halt verstanden haben. So, genau, jetzt waren wir an der Stelle. Page 1, auf die wollen wir drauf zugreifen und Offset 5. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das tatsächlich funktioniert. Wir hatten ja diese Address Translation, die wird ja von der Physik gemacht, also von der Hardware gemacht. Und jetzt können wir uns mal anschauen, angenommen die physikalische Adresse in unserem Beispiel, wir nutzen jetzt das Beispiel von vorher, von der Page 1 ist die 7. Ja, das ist hier rechts, also wie komme ich auf die 7? Hier rechts unten sehen Sie die Page 1, die liegt in Frame 7 und mein System weiß eben, die Frame 7 fängt bei Byte 112 an. Jetzt versuche ich ja in meinem Programm auf diese 21 zuzugreifen, ne, und die 21 war Page 1, das ist hier links oben, und das Offset 5, also die 0101. Jetzt wirft man diese Virtual Page Number in die Address Translation rein, und da wird das jetzt eben entsprechend übersetzt in die 111, und damit weiß ich, dass ich eben hier bei der 7 bin. Ne? Also da sind wir, bin ja bei der 7, das heißt, ich springe hier rein. Das Offset lasse ich aber gleich. Warum? Weil in dieser Page, die jetzt hier unten liegt, das fünfte Byte, das gleiche fünfte Byte ist, das hier oben in dem virtuellen Adressraum hatten. Ja? Nur hier diese Magic, diese Address Translation, das passiert eben in Hardware, da muss ich mich nicht mehr drum kümmern. Und das passiert aber entsprechend bei jedem einzelnen Speicherzugriff. Und so kommen Sie eben auf diese entsprechende Page. Also ich muss mich gar nicht drum kümmern, ne? Ich sage, ich möchte gerne auf die 21 zugreifen und über diese Address Translation findet das System dann automatisch raus, wo es hier drauf zugreifen muss. Und jetzt stellt sich diese Frage, wo liegen eigentlich diese ganzen Page Tables? Und zwar kann ich mir mal überlegen, dass diese Page Tables relativ groß werden. Und zwar hätte ich bei einem 32-Bit-System pro Eintrag 20 Bit für die Virtual Page Number und 12 Bit Offset für 4KB Pages. Also da gehen wir davon aus, dass unsere Page 64 Kilobyte groß ist. Bei 20 Bit Virtual Page Number, was bedeutet das? 2 hoch 20 Adressberechnungen pro Prozess. Da sprechen wir in der Größenordnung von 1 Million. 1000 Prozesse ist mal keine Besonderheit. Das heißt, bei einem 1000 Prozess oder bei 1000 Prozessen in einem 32-Bit-System bräuchte man alleine 400 Megabyte, ne, nur für die Page Tables.
In einem 64-Bit-System, das können Sie sich mal ausrechnen, ist das nochmal einiges mehr, was da auf Sie zukäme. Und irgendwo muss ich das ja hinpacken. Das heißt, ich kann diese Daten gar nicht mehr in einem Extraspeicher in der MMU vorhalten, ne? Sondern ich nehme diese Page Tables und packe sie ganz einfach mit in den Hauptspeicher. Also von meinem ganzen Hauptspeicher nehme ich einen Bereich für die Page Tables her. Und tatsächlich wird der Stand heute so gemacht, dass es im virtuellen Speicher für ein Betriebssystem vorgehalten wird. Das heißt, das Betriebssystem hat das im Hauptspeicher. Und jetzt denken Sie noch mal kurz an die von Neumann-Architektur vom Anfang. Jedes Mal, wenn Sie auf einen Speicherbereich zugreifen, also eine Variable laden, da springe ich noch mal einmal zurück in das Bildchen. Eine Variable laden und Sie müssen dann auf diese Page Tables zugreifen, ne, in dieser Translation zum Beispiel. Dann bedeutet das nochmal einen Speicherzugriff auf den Hauptspeicher. Also nicht nur die Variable, die gelesen wird, sondern ich muss vorher auf den Hauptspeicher zugreifen, diese Tabelle entsprechend auslesen und kann dann eben erst auf meinen Hauptspeicher zugreifen. Und da ja von diesen ganzen Speichern, ne, und Caches, die wir in einem System haben, der Hauptspeicher eigentlich einer der langsamsten ist, heißt das, dass ich bei dem Zugriff auf den Speicher, genau richtig erkannt im Chat, ich habe plötzlich doppelten Speicherzugriff bei jedem einzelnen Speicherzugriff. Also jede Variable laden, jede Variable schreiben bedeutet zweimal auf den Hauptspeicher zugreifen und, ne, in der Von-Neumann-Architektur sequenziell, also das muss ja nacheinander passieren. Das heißt, das macht alles plötzlich ein bisschen langsamer. Und das ist genau das, was an der Stelle passiert. Ich habe nochmal ein Beispiel rausgesucht, das finden Sie dann auch nochmal in dem Buch oder in dem entsprechenden Buch, wie in einem x86-System so ein Page-Table-Eintrag aussieht, einfach, dass Sie ein bisschen Gefühl dafür bekommen. Also, Sie haben jetzt hier vorne die Page-Frame-Number drin liegen, genau, die hat ja diese 20 Byte, die wir haben. Dann gibt es nämlich noch ein Present-Bit, da liegt, also das beschreibt, ob die Page im Hauptspeicher liegt oder auf der Disk. Also Swapping kommt später noch. Das heißt, wir können ja solche Pages dann auch nehmen und auf die Festplatte auslagern, wenn uns der Hauptspeicher ausgeht oder wenn Sie es relativ lange nicht brauchen. Das ist dann packen Sie das ganze Zeug auf einen noch langsameren Speicher. Dann gibt es ein Read-Write-Bit. Da steht zum Beispiel drin, ob man in diese Page überhaupt reinschreiben darf. Dann gibt es noch ein User- und Supervisor-Bit. Da steckt zum Beispiel drin, ob man im User-Mode oder ob ein User-Mode-Prozess überhaupt auf die Page zugreifen darf. Also kann ich in Pages schützen, dass ein User-Mode nicht reinschreiben darf. Dann gibt es noch andere Bits, also PWT, PCT, PAT und G. In dem Beispiel, das sind jetzt die vier hier unten, die beschreiben einfach noch was fürs Hardware-Caching. Da wollen wir gar nicht so weit drauf eingehen. Es gibt noch ein Accessed-Bit. Das wird für was verwendet, das nennt sich Least Recently Used Page Algorithmus. Da geht es einfach darum, welche Pages ich oft brauche oder gerade vor kurzem gebraucht habe. Da kommen wir am Ende nochmal drauf zu sprechen. Dann gibt es ein Dirty Bit, da steht zum Beispiel drin, ob der Speicherinhalt von der Page verändert wurde. Das heißt, in dem Moment, wenn ich in so eine Page reinschreibe, muss ich auch diesen Table-Eintrag updaten. Und bedeutet noch ein Speicherzugriff, ja, auf den Hauptspeicher und natürlich diese 20 Byte Page Frame Number. Ja, also so sieht tatsächlich so ein Eintrag in dieser Page Table bei einem x86er System aus.